Hallo meine Lieben, hier ist wieder eure Uli vom Kanal Makramee Yourself. Ich möchte euch heute zeigen, wie man diesen wunderschönen Schlüsselanhänger macht in Herzform, zweifarbig. Könnt ihn natürlich auch einfarbig machen, aber ich finde es ganz witzig, zwei Farben zu nutzen. Wir fangen an. Als allererstes brauchen wir einen Karabiner. Wir benötigen 6 Kordeln, 3 von jeder Farbe, a 80 cm lang und Stecknadeln. Ich habe mir heute mal weiß und gelb ausgesucht. Ich finde es ganz schön. Wir fangen an und befestigen eine Kordel mit dem Buchtknoten und nehmen eine weitere Kordel von der anderen Farbe, befestigen diese auch wieder mit dem Buchtknoten. Ich stecke mir hier bereits immer ganz gerne mit einer Nadel das Ganze fest. So, dann beginnen wir mit dem linken Band und machen einen doppelten halben Schlag zur Mitte hin. Und das Ganze auch von rechts. In der Mitte verknoten wir die Bänder. Einmal andersrum. Ziehen es schön stramm. Jetzt nehmen wir die zweite Kordel, fangen rechts an mit Gelb und stecken sie einmal fest, nehmen die untere Kordel und machen wieder den doppelten halben Schlag. Bis zur Mitte hin. Das Ganze machen wir auch auf der rechten Seite mit unserer zweiten Farbe. Stecken die Kordel wieder fest und machen wieder den doppelten halben Schlag bis zur Mitte. In der Mitte verknoten wir wieder die zwei mittleren und verknoten wieder in der Mitte unsere zwei Farben. Jetzt nehmen wir die dritte Kordel,
nehmen die äußere Korde und machen sie mit einem Buchtknoten fest. Dann machen wir noch einmal eine Schlaufe von rechts und von links vom Buchtknoten. Ziehen das Ganze gut an und schieben es jetzt nach oben an die anderen Knoten an. Jetzt beginnen wir ab den dritte Korde wieder mit dem halben Schlag und arbeiten uns wieder bis zur Mitte hin. Immer schön gut anziehen, dass wir nachher keine großen Lücken haben. Dasselbe arbeiten wir jetzt von der rechten Seite. Machen wieder an das äußere Band den Buchtknoten. Machen wieder von rechts und von links des Knotens eine Schlaufe. Und schieben das Ganze schön nach oben und stramm an. Es hat sich ein bisschen verdreht. So, jetzt haben wir es. Jetzt arbeiten wir hier auch von der dritten Kordel mit dem halben, doppelten halben Schlag zur Mitte hin. Schön stramm anziehen. So, in der Mitte angekommen, verknoten wir wieder unsere beiden Farben. Jetzt arbeiten wir von links das zweite Band auch wieder mit dem doppelten halben Schlag zur Mitte hin. Schön stramm anziehen. Das Ganze jetzt auch wieder von rechts. Die zweite Kordel, dem doppelten halben Schlag zur Mitte hin. Schön stramm anziehen.
Und in der Mitte verknoten wir wieder unsere beiden Farben. Jetzt kommen wir schon ziemlich zum Schluss. Wir fangen an, wo wir alle Kordeln miteinander verknoten. Wir fangen an, ganz außen links, wieder der halbe Schlag natürlich. Und jetzt nehmen wir die verarbeitete Kordel, geben sie mit zu unserem Leitfaden, nehmen von unten die nächste Kordel und arbeiten wieder den doppelten halben Schlag. Und wieder, wir nehmen sie mit zu unserem Leitfaden, nehmen von unten die nächste Kordel und arbeiten sie mit ein. Und wieder mit zum Leitfaden, die nächste Kordel nehmen und mit einarbeiten. Das Ganze ziehen wir immer schön stramm. Und wieder zum Leitfaden und die nächste Kordel und mit einarbeiten. Schön stramm ziehen. Wir ziehen die Fäden noch mal nach. So, das Ganze machen wir jetzt auch von der rechten Seite. Fangen ganz außen an, halber Schlag und arbeiten uns zur Mitte hin. So, jetzt ziehen wir wieder alle Fäden schön nach. Und jetzt haben wir unsere wunderschöne Herzform. Jetzt nehmen wir ein Band, legen uns eine Schlaufe nach oben und nach unten. Nehmen hinten aus der Mitte eine Kordel und wickeln sie dreimal um unser Herz, schön stramm. Das Ende der Schlaufe ziehen wir oben, das Ende der Kordel ziehen wir oben durch die Schlaufe. Und ziehen von unten die Schlaufe durch. Jetzt hat es leider heute nicht so gut geklappt. Kann auch mal passieren. Liegt bestimmt am Montag heute. Man kennt das ja.
ziehen wir alle Bänder nochmal schön stramm. So, jetzt sind wir auch schon fertig. Wunderschönen Herzanhänger. Die Bänder unten schneiden wir jetzt einfach auf unsere gewünschte Länge ab. Und fertig ist unser wunderschöner Herzanhänger. Viel Spaß beim Nacharbeiten. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald, eure Uli.